Ich habe dir heute ein paar Übungen mitgebracht, mit denen du richtig schön Verspannungen im Schultergürtel lösen kannst. Du kannst diese Übung natürlich auch mitmachen, wenn du dort keine Verspannung hast. Es dient allgemein zur Mobilisierung in diesem Bereich und du brauchst dafür wieder nichts außer einer Matte und bequemer Kleidung. Los geht's! Wir starten im Sitzen. Setz dich dafür lang und aufrecht hin, kreis deine Schultern zurück und mit einem vertieften Atemzug schließt du dann die Augen. Beginne sanft deinen Kopf zu kreisen, vielleicht erstmal von rechts nach links und wieder zurück. Und wenn du dich danach fühlst, nimmst du den ganzen Kopf einmal mit in einen großen Kreis in die Bewegung hinein. Nimm jetzt deine Schulter nochmal mit und kreise sie einzeln zurück, mal rechts, mal links. Ganz entspannt. Und schieb dann schließlich beide Schultern nach hinten und unten. Strecke die Arme weit rauf, zieh dich in den Flanken auseinander und beginne dann den Oberkörper mit ins Kreisen zu nehmen und dich auch hier ein wenig zu mobilisieren. Es ist egal, ob du dich mit oder gegen den Uhrzeigersinn hier kreist. Mit dieser sanften Mobilisierung können wir dann auch gleich in unsere Übungen starten. Vielleicht baust du noch einen Richtungswechsel des Kreisens mit ein. Und dann lass die Bewegung immer kleiner und kleiner werden, das Kreisen, bis du schließlich in der Mitte ankommst. Dein Rücken wird wieder lang und aufrecht, wenn du dich eingependelt hast. Und dann zieh dich in den Flanken noch einmal lang. Den Rücken gerade. Und strecke als nächstes deine Arme nach vorne. Und werde rund. Dein Kinn sinkt zum Brustkorb, die Schulterblätter ziehen auseinander. Und als Gegenbewegung nimmst du jetzt die Arme zurück, die Ellbogen gebeugt und schiebst die Schulterblätter zueinander, hebst den Blick gleich nach vorne oben. Ich zeige es euch auch nochmal von der Seite, streck die Arme wieder vor, werde ganz rund und nimm als Gegenbewegung die Arme zurück und schieb hier auch dein Brustbein schön nach vorne oben, öffne dich im Brustkorb. Nochmal rund werden. Verbinde das mit einer Ausatmung und strecken. Verbinde das mit einer tiefen Einatmung. Ausatmen, rund werden. Und einatmen, streck dich. Sehr gut. Zum Abschluss dieser Übung bewege dich intuitiv, reck und streck dich. Oder kreise nochmal mit den Schultern. Und dann setz dich langsam um. Unser nächstes Ziel ist es, in den Vierfüßlerstand zu kommen. Und uns von hier aus in den herabschauenden Hund zu schieben. Und weiter in die Vorbeuge zu fließen.
bringst Hände und Füße also zusammen, lässt den Kopf ganz locker und hakst die Hände in die Ellbeugen ein. Du kannst dich hier gerne etwas wippen oder auch einfach die Stille genießen und ganz ruhig, ohne Bewegung, einmal entspannen und abhängen. Mit einem Atemzug lässt du die Hände zur Matte zurücksinken. Nimmst die Füße mattenbreit auseinander und streckst dann deinen rechten Arm weit rauf für einen Twist und atmest ein. Das linke Knie ist gebeugt. Wechsel die Seite und streck deinen linken Arm rauf, beug dein rechtes Bein. Atme tief ein, zeichne einen großen Kreis mit dem Arm. Und mit der Ausatmung setz die Hand wieder zurück. Und wir wechseln wieder die Seite. Der rechte Arm steigt, atme tief ein. Setz die Hand ab, atme aus, Richtungswechsel, linker Arm steigt, atme ein. Setz die Hand nochmal ab, lass den Rücken ganz locker und wir machen einen letzten Wechsel. Der rechte Arm steigt und setzt ab und der linke Arm steigt und streckt nach oben und setzt schließlich ab. Entspanne Kopf, Nacken, Rücken, beweg dich ein bisschen mit deinem Becken, mit dem Bein. Und als nächstes komm in den herabschauenden Hund zurück, wieder ans lange Ende deiner Matte. Bewege die Beine, beug und streck beide Beine. Und dann schieb dein Gesäß mal weit rauf Richtung Decke. Und anschließend die Fersen Richtung Matte, ohne dass der Rücken rund wird. Die Priorität ist, den Rücken lang zu halten. Noch einmal. Schieb dein Gesäß weit Richtung Decke, langer Rücken und dann die Fersen Richtung Matte, ohne dass du die Länge im Rücken verlierst. Sehr gut. Atme hier tief ein und mal durch den offenen Mund lang aus. Schieb die Fersen Richtung Matte und dann heb sie an und fließ zurück in den Vierfüßlerstand. Von hier aus geht es in die Bauchlage. Du darfst dich für einen Moment ausruhen, hier die Arme und Schultern mal entspannen und locker lassen. Wie du siehst, auch die Beine und das Becken lässt du hier ganz locker, die Fußrücken berühren die Matte. Und die nächste Übung wird dann das Schulterkreisen sein aus der Bauchlage heraus. Und dafür hebst du den Oberkörper sanft an, setzt die Fingerspitzen rechts und links neben die Matte und beginnst dann kleine Kreise zu zeichnen. Jetzt erstmal mit deiner rechten Schulter. Der Blick geht Richtung rechte Ferse. Und dann geht's zurück in die Bauchlage und wir wechseln die Seite. Du kreist deine linke Schulter. Der Blick geht Richtung linke Ferse. Sehr gut. Kreise wieder zurück in die Bauchlage. Und wir aktivieren nochmal die rechte Schulter und kreisen hier ein bisschen größer als eben. Blick zur rechten Ferse. Und zurück. Nochmal auf der linken Seite. Verbinde das gerne mit einem Einatemzug, wenn du dich anhebst. Und wenn du zurück in die Bauchlage fließt, mit einer Ausatmung, nochmal rechts. Kreise großzügig, atme ein, heb dich etwas mehr an. Komm zurück in die Bauchlage, atme aus. Linke Schulter, atme ein, heb dich so weit es angenehm ist. Blick zur linken Ferse. Und zurück zur Bauchlage. Rechte Schulter, atme ein.
Bauchlage, atme aus. Das geht jetzt schon richtig flüssig. Linke Schulter, atme ein. Bauchlage, ausatmen. Locker dich im Becken und den Beinen und dann kreise hier nochmal die rechte Schulter zurück. Nimm dein Atemtempo, die linke auch, dein Rhythmus. Und dann kreise zum finalen Abschluss hier beide Schultern zurück für die große Kobra. Und von dieser lässt du dich wieder nach unten zurücksinken und schiebst dich in die Position vom Kind als Gegenbewegung, um deinen Oberkörper zu entspannen. Den Kopf und den Nacken darfst du ganz locker zur Matte sinken lassen. Nimm einen tiefen Atemzug. Entspanne die Bauchdecke zu den Oberschenkeln. Entspanne dein Gesäß Richtung Fersen und lass für die nächsten Atemzüge einfach los. Wandere auf Fingerspitzen, so weit es geht vor, sodass du die Länge im Rücken und in den Schultern spürst. Ganz, ganz weit. Atme hier tief Richtung Schulterblätter ein und aus. Und jetzt darfst du ganz langsam dich Wirbel für Wirbel aufrollen, zurück in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand angekommen, streckst du jetzt dein rechtes Bein zur Seite. Deine Fußsohle sitzt komplett ab und der linke Arm geht nach oben. Atme ein, streck dich lang und dann fädel dich unter der rechten Schulter durch. Das ist ein ganz schöner Knoten, aber wir halten das und wiederholen. Strecke den linken Arm und fädel dich in deinen menschlichen Knoten durch. Noch einmal, streck dich, atme ein. Und fädel dich durch, schieb die Fingerspitzen weit nach rechts mit der Ausatmung. Hier atmest du jetzt einmal tief, entspannst und nimmst dann den Arm noch einmal rauf und setzt die Hand wieder zum Boden ab. Wir strecken das rechte Bein hoch für ein bisschen Spannung im Gesäß und kreisen es dann mit gebeugtem Knie aus. Ein Richtungswechsel ist natürlich auch dabei. Und von hier aus darfst du dich noch mal kurz zurücksetzen in die Position vom Kind. Einen Atemzug genießen, einen Moment der Entspannung. Und dann roll dich in den Vierfüßler und wir wechseln die Seite. Du streckst jetzt natürlich dein linkes Bein zur Seite aus. Setzt hier die Fußsohle ab und dann geht der rechte Arm nach oben. Du atmest ein und fädelst dich unter der linken Schulter diesmal durch in deinen menschlichen Knoten. Super. Streck den rechten Arm wieder rauf, atme mal tief ein. Fädel dich durch, atme aus. Sehr gut. Ein letztes Mal strecken, einatmen und durchfädeln. Entspannen. Sehr gut. Versuche mal den Kopf ganz locker zu lassen, während du deinen tiefen Atemzug nimmst. Und dann strecke den rechten Arm rauf, setz beide Hände zurück in den Vierfüßler und schwupp geht das linke Bein auch schon hoch. Nur für einen Moment. Und dann kreist du dein linkes Bein einmal in jede Richtung aus. Wunderbar. Wir wollen zurück in die Bauchlage für unsere nächste Übung. Die Übung heißt YWT und wir werden ganz viel Kraft in unserem Rücken, in unseren Schultern brauchen. Es mobilisiert, es kräftigt, sorgt dafür, dass du ein bisschen Platz hast nach vorne und zu den Seiten. Nimm noch einen Atemzug und dann
Entspanne die Fußrücken zur Matte, die bleiben erstmal unten. Und dann strecke ganz langsam die Arme nach vorne aus. Hebe den Brustkorb schon mal an. Schieb dich dann weit rauf. Atme ein und beug die Ellbogen als nächstes. Das ist dein Y. Jetzt kommt das W. Ellbogen zurück, Schulterblätter zusammen. Komm ganz, ganz weit hoch. Und dann nimm die Arme als nächstes in dein T. Nach hinten oder zu den Seiten. Die Arme sind gestreckt. Super. Nochmal. Arme vor, heb den Oberkörper schön an. Ellbogen gebeugt, Schulterblätter zusammen. Ein ganz schöner Kraftakt, aber wir schaffen das. Und jetzt noch das T. Die Arme gestreckt zu den Seiten oder zurück. Super. Arme vor. Ellbogen beugen, heb dich weiter an. Und Arme zurück. Weil es so schön ist, nochmal. Arme vor. Zieh die Ellbogen zurück. Atme nicht vergessen, streck die Arme nach hinten. Und hinten angekommen, hältst du und pumpst die Hände nach oben. Deine Handflächen zeigen Richtung Decke. Versuche hier nicht die Spannung im Oberkörper zu verlieren. Zauber mal ein Lächeln auf dein Gesicht und pump die Handflächen nach oben. Sehr gut. Okay, du hast dir eine Entspannung verdient. Locker dein Becken, locker die Beine, den Oberkörper, die Schultern. Und entspanne dich in der Bauchlage. Jetzt kommt nur noch etwas Entspanntes. Stütz dich auf der Matte ab, schieb dich wieder hoch in den Hund und vom Hund wander in die Vorbeuge. Da waren wir ja heute schon mal. Du darfst noch einmal die Ellbogen greifen und dich hier ganz locker aushängen lassen. Versuche wirklich auch den Kopf zu entspannen, die Scheitelkrone Richtung Boden, der Nacken locker, der Rücken genauso locker. Atme einmal tief durch die Nase ein und durch den offenen Mund lang aus. Lass alle Spannungen los, lass die Arme noch schwerer zur Matte sinken. Und dann löst die Hände langsam. Lass sie nach unten plumpsen und nimm die Füße weiter auseinander. Bewege Beine und Becken. Und dann führe die Hände hinter deinem Rücken zusammen, verschränk die Finger ineinander und lass dich nochmal in die Vorbeuge sinken. Die Hände und Arme sinken gefühlt nach hinten und unten, also Richtung Boden. Wenn du kannst, berühren sich die Handflächen. Und mit jedem nächsten Atemzug sinken die Hände tiefer und tiefer. Löse diese Position langsam auf. Komm wieder in die Vorbeuge zurück mit geradem Rücken. Lockere dich. Und dann tritt in den herabschauenden Hund oder in eine ganz normale Vorbeuge zurück. Und von hier aus kommst du langsam zum Sitzen, entweder in den kreuzbeinigen Sitz oder gerne auch in den Fersensitz, wie es dir jetzt bequem ist.
Die Fingerspitzen auf den Schultern, kommen wir zu unserer letzten Übung, dem Ellbogenkreisen, und gönnen so zum Abschluss unserem Schultergürtel nochmal eine ganz sanfte Mobilisierung. Und wir kombinieren das, wie man vielleicht schon sehen kann, mit einem tiefen Atemzug, während du die Ellbogen nach vorne oben kreist, und mit einem Ausatemzug, während du sie nach hinten und unten kreist. Beweg dich, mach dich locker. Jede Bewegung, die dir jetzt gut tut, ist willkommen. Und dann lass zum Abschluss dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Genieß die Dehnung auf der rechten Seite. Und dann dreh das Ganze nochmal um, rechtes Ohr zur rechten Schulter. Kreise und lockere dich. Und dann hast du es auch schon geschafft. Wie haben dir diese Mobilisierungsübung gefallen? Also ich fühle mich in diesem Bereich jetzt richtig schön locker und entspannt. Schreib es mir doch mal in die Kommentare. Und wenn du jetzt Lust hast, dich noch ein bisschen zu bewegen, findest du wie immer hier ein paar Vorschläge.